Heute sind wir bei der Veranstaltung Kultur braucht Inklusion, Inklusion braucht Kultur. Und es wurde die Teilhabeempfehlung von dem Behindertenbeauftragten Jürgen Dusel übergeben an die Kulturministerin Claudia Roth. Meine Damen und Herren, Kunst, Kultur und Medien haben die Kraft, unser Bild auf die Welt zu prägen. Und dabei ist es so entscheidend, dass die Perspektive von Menschen mit Behinderungen sich wiederfindet in Kunst, Kultur und Medien. Ich begrüße heute ganz herzlich und bin sehr stolz, dass Sie da sind, die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth. Herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich die Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien, Katrin Budde. Katrin, schön, dass du da bist. Mein Gruß geht an Professor Christian Höppner vom Deutschen Kulturrat. Er ist der Präsident. Herr Höppner, herzlich willkommen. Und wenn ich so weitermache, sind dann die 5 Minuten Redezeit weiter vorbei. Aber ich begrüße herzlich Olaf Timmermann, Geschäftsführer des Deutschen Bundestages. Nein, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Sehen Sie, jetzt geht's schon los. Geschäftsführer des Deutschen, kann ja noch werden. Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, weiß nicht, welcher Job zurzeit besser ist. Ich glaube, der zurzeit des Kulturratsgeschäftsführers. Ich begrüße die parlamentarische Staatssekretärin. Jetzt wird's wieder richtig. Kerstin Grise aus dem Arbeits- und Sozialministerium. Kerstin, schön, dass du da bist. Die behindertenpolitischen Sprecher, die da sind, die Bundestagsabgeordneten, die da sind, auch Abgeordnete des Abgeordnetenhauses, habe ich gehört. Und ich begrüße natürlich, und jetzt bitte nochmal einen heftigen Applaus, die Teilnehmenden der Werkstattgespräche, die heute auch unter uns sind. Herzlich willkommen an Sie alle. Jetzt sind wir auch gleich durch und ich begrüße natürlich Sie, die Sie alle hier sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir ist es wichtig, dass wir heute die Teilhabeempfehlungen für Kunst und Kultur tatsächlich auch übergeben und deswegen sind wir ja auch hier. Für mich ist das ein ganz besonderer Abend, das will ich ganz offen sagen, weil es ist ja im Grunde so das vorläufige Ende einer wirklich sehr, sehr fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen meinem Team und mir und dem Deutschen Kulturrat. Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei Ihnen, lieber Herr Professor Höppner, bei dir, lieber Olaf, auch bei Gabriele Schulz, weil wir haben begonnen sozusagen im Jahr 2021 mit einem Auftakt-Workshop, kann man nicht sagen. Es war eigentlich eine Konferenz. Kultur braucht Inklusion, Inklusion braucht Kultur. Und wir haben einfach mal geguckt, wie sieht es denn aus bei uns in der Kunst- und Kulturlandschaft? Wie ist es denn, wenn es um die Zugänglichkeit von Strukturen für Menschen mit Behinderungen geht? Wie ist es denn, wenn Sie als Publikum rein wollen und Kunst und Kultur genießen? Wie ist es aber denn auch, wenn Sie tatsächlich Ausbildung haben wollen als Künstlerin, als Künstler? Wie sieht es aus, wenn wir über das Themenfeld Teilhabe am Arbeitsleben im Kunst- und Kulturbereich reden? Und da haben wir festgestellt, dass Menschen mit Behinderung komplett unterrepräsentiert sind im Kunst- und Kulturbereich. Und zwar nicht, weil sie vielleicht nicht so gut sind, weil sie vielleicht nicht so talentiert sind wie andere Menschen, wenn es um Kultur geht, sondern weil es systematische und systemimmanente Beeinträchtigungen, Behinderungen gibt im Zugang als Publikum, aber auch als Künstlerin und als Künstler. Und wir wollten was dagegen tun. Wir haben dann in 4 Werkstattgesprächen über die letzten 2 Jahre uns mit den Themen beschäftigt, die jetzt für uns so Herzensthemen waren. Wir haben uns natürlich beschäftigt über die Zugänglichkeit. Wie sieht es denn aus, wenn ich beispielsweise als Publikum dabei sein will? Wie sieht es denn aber auch aus, wenn ich als Kind, das blind ist, sehbehindert ist, Klarinette lernen will in der städtischen Musikschule? Wie ist es denn, wenn ich leichte Sprache brauche, weil ich mit einer intellektuellen Beeinträchtigung lebe? Wie sieht es aus, wenn ich taub bin und möchte Schauspielerin oder Schauspieler werden? Und wir haben dann wirklich in 4 Werkstattgesprächen, einerseits mit meinem Team, aber andererseits eben auch
mit Expertinnen und Experten des Deutschen Kulturrates, mit den neuen Sektoren oder Sektionen heißt das genauer. Wir haben mit Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen, aber auch mit Expertinnen und Experten des inklusiven, der inklusiven Kulturlandschaft darüber diskutiert, was man dann jetzt als Gelingensbedingungen beschreiben kann und was man als Maßnahmen beschreiben kann, damit sich das ändert. Und wir waren uns einig, dass sich was ändern muss, und zwar nicht nur, weil das ein Gebot der Fairness ist, sondern weil das das gute Recht von Menschen mit Behinderungen ist. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist da eindeutig in Artikel 30. Gerade wenn ich beispielsweise auch an das wichtige Thema der Gebärdensprachkultur für taube Menschen denke. Und obwohl wir vielleicht manchmal aufgrund unserer unterschiedlichen Rollen, die wir ja auch ausüben, auch vielleicht auch unterschiedliche Interessenlagen hatten, waren wir doch einig, dass wir an einem und demselben Strang ziehen, nämlich dass wir die Potenziale sehen, die Potenziale eines diversen und eines inklusiven und eines bunten, einer bunten Kunst- und Kulturlandschaft. Und lassen Sie mich das gerade auch jetzt in den Zeiten, in denen wir uns jetzt auch bewegen, deutlich sagen. Ich bin dann schon in Sorge, wenn ich feststelle, wie auch an Kunst- und Kulturprojekten zurzeit gespart wird. Ich bin schon in der Sorge, weil ich manchmal das Gefühl habe, niemand hier im Raum, aber vielleicht andere entscheidende Persönlichkeiten sind der Meinung, dass Kunst und Kultur so das Sahnehäubchen ist, das man sich dann leistet, wenn man für alles andere auch noch Geld hat. Das ist nicht der Fall. Eine diverse, eine bunte und vor allem eine inklusive Kunst- und Kulturlandschaft ist zentral für unsere Demokratie. Und es ist ein schlechtes Zeichen, wenn gerade in diesen Zeiten als erstes die Projekte in Frage gestellt werden und die Projekte quasi die Axt angelegt werden, die für Inklusion und für Diversität steht. Wir müssen uns dagegen auch deutlich aussprechen. Ich wünsche mir, dass vielleicht da einige Entscheidungen noch verändert werden, meine Damen und Herren. Denn Demokratie braucht Inklusion und Inklusion braucht Demokratie. Und wir werden uns heute sozusagen Ihnen Einblicke geben in unser Schaffen. Wir werden Ihnen Einblicke geben auch in die Teilhabeempfehlungen. Und wir wollen mit Ihnen natürlich auch ins Gespräch kommen und wollen tatsächlich das auch im Rahmen der Möglichkeiten hier in diesem Raum auch diskutieren. Und Sie können das ja dann auch danach weiter diskutieren. Und das ist natürlich für mich die besondere Freude, das ist ganz klar, wir werden großartige Kulturacts hier auf dieser Bühne haben. Cassandra Wedel haben wir jetzt gesehen, Tanschala ist da, andere sind auch da und ich freue mich einfach auf den Abend zusammen mit Ihnen. Herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind und nochmal, Demokratie braucht Inklusion, das ist mein Motto und dazu braucht es auch eine bunte, eine diverse und eine inklusive Kunst- und Kulturlandschaft, gerade jetzt. Herzlichen Dank. Lieber Herr Dusel, Sie haben ja gerade so aus dem Herzen gesprochen, mit dem, was Sie auch aktuell angedeutet haben. Ich komme im Rahmen meiner kleinen Rede auch nochmal darauf. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe Claudia, Kulturstaatsministerin, liebe Claudia, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Griese, sehr geehrte Beteiligte an den Werkstattgesprächen zur Inklusion im Kultur- und Medienbereich, sehr geehrte Damen und Herren und vor allem lieber Jürgen Dusel. Vor gut zwei Jahren waren Sie, lieber Herr Dusel, zu Gast bei uns im Sprecherrat des Deutschen Kulturrates. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie Sie mit Werf davon gesprochen haben, dass der Zugang zur Kultur ein Menschenrecht ist und dass es selbstverständlich sein muss, dass Menschen mit Behinderung Zugang zu diesem Menschenrecht haben. Sie sprachen von Ihrer Liebe zur Literatur, von Ihrer Begeisterung für Hörbücher und wie sehr es Sie ärgert, wenn Literatur nicht barrierefrei zugänglich ist. Sie sprachen auch davon, dass Menschen mit Behinderung mitreden wollen, wenn es um Neuerscheinungen geht, wenn es um Inszenierungen geht oder Konzerte, die besonders gelungen oder misslungen sind. Einfach mitreden im Kollegenkreis, in der Familie, im Freundeskreis, bei dem, was für andere selbstverständlich ist und worüber sie gar nicht lange nachdenken müssen. Und Sie haben darüber gesprochen, dass alle jungen Menschen, die Lust und Interesse und Neigung haben, sich mit Kultur zu befassen, die Chance dazu bekommen müssen. Jedes Neugeborene bringt eine
angeborene Neugierde mit. Es ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diese Neugierde zu erhalten und zu befördern. Denn das, meine Damen und Herren, was uns heute umtreibt, ist eine von Ängsten geprägte Gesellschaft. Und Ängste lassen sich am besten durch Neugierde vertreiben. Neugierde auf das Unbekannte, Neugierde auf den anderen, auf die andere. Eine Kultur für alle und eine Kultur von allen, wie es Claudia Roth formuliert hat. Diese Chance sollte jeder bekommen, ganz unabhängig davon, ob er eine Behinderung hat oder nicht. Ich bin sehr froh, dass sich hier in den letzten Jahren einiges getan hat. Die heutige Vorstellung der Teilhabeempfehlung ist der Schlusspunkt eines Prozesses, von dem Sie auch gerade berichtet haben. Ich muss sagen, dieser Prozess war auch für uns im Kulturbereich, vor allen Dingen für uns im Kulturbereich, ein großer Lernprozess. Wir haben sehr, sehr viel mitgenommen an der Stelle und sind damit noch nicht am Ende. Aber schon das ist ein unglaublicher Schatz, den ich bisher so noch nicht erlebt habe, dass wir einen Einblick, noch einen viel tieferen Einblick in die Vielfalt, in die kulturelle Vielfalt auch unseres Landes davon bekommen haben. Die Teilhabe erarbeitet. Sie haben schon erwähnt von der Expertinnen und Experten aus Behindertenverbinden und der Selbsthilfe sowie aus dem Deutschen Kulturrat. Mein herzlicher Dank gilt allen, die daran beteiligt waren und ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben und ihre Erfahrung. Darin schließe ich auch die Expertinnen und Experten der inklusiven Kulturarbeit ein. Mein besonderer Dank gilt Ihnen, lieber Herr Dusel. Sie waren bei allen Treffen dabei. Sie waren ein unglaublicher Energiemotor, haben uns angespornt und vor allen Dingen haben Sie es ermöglicht, dass dieser Prozess so barrierefrei wie möglich realisiert werden konnte. In diesen Dank möchte ich ausdrücklich Ihre Mitarbeiterinnen Vanessa Marlock, Mandy May und Frauke Kane einschließen. Sie standen stets zur Verfügung und haben es mit sehr viel Herzblut den gesamten Prozess gestaltet. Herzlichen Dank dafür. Die Erstellung der Teilhabeempfehlung ist zwar abgeschlossen, damit ist aber die Arbeit beileibe noch nicht zu Ende. Ja, wir haben im Kulturbereich nicht bei Null angefangen, um Inklusion zu ermöglichen. Etliches wurde auf den Weg gebracht, sehr vieles ist aber noch zu leisten und dabei sind alle gefragt. Die Kulturorte, die Menschen, die dort arbeiten, auch die Kunst- und Musikhochschulen, aber vor allem ist die Politik auf allen föderalen Ebenen gefordert. Der Bund vor allem in der Sozialgesetzgebung, die Länder und Kommunen in der Kulturförderung. Das Selbstverständnis in unserer Gesellschaft, dass Bildung und Kultur eine öffentliche Aufgabe in öffentlicher Verantwortung und in überwiegend öffentlicher Finanzierung sind, erodiert leider im Moment etwas. Sie haben gerade in Ihrer Rede auch von diesen Entwicklungen gesprochen. Gerade vor dem Hintergrund, und ich will es hier ganz konkret ansprechen, der katastrophalen Signalwirkung, die der Berliner Kultursenator derzeit mit seinem Kommunikationsverhalten zu den überproportionalen Kürzungen erzeugt, gilt mehr denn je unsere gemeinsame Überzeugung, Kultur braucht Inklusion und Inklusion braucht Kultur. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, um jetzt zum Höhepunkt des heutigen Abends zu kommen, nämlich zu der Übergabe der Teilhabeempfehlung. Und dafür möchte ich gerne Herrn Dusel nochmal zu uns auf die Bühne bitten. Das schaffe ich jetzt. Claudia Roth hier zu haben und Sie auch auf die Bühne zu bitten, wenn Sie zu uns kommen mögen. Ich würde mich sehr freuen. Dankeschön. Ja, guten Applaus. Und unsere Ausschussvorsitzende Katrin Wude. Herzlich willkommen. Wir haben eine kurze Talksituation. Selbstverständlich. Nein, wir machen das jetzt. Nein, gerne. Ja, so. Wunderschön gezeichneten, aber inhaltsschweren Teilhabeempfehlungen, liebe Frau Groß. Vielen herzlichen Dank. Liebe Frau Roth. Das würde ich Ihnen sehr gerne geben. Bitte schön. Ja. Bleibt man schon mit dran. Ich habe mit genauso großer Freude der Vorsitzende des Kulturausschusses im Deutschen Bundestag, Katrin Butte, die Teilhabeempfehlungen überreicht. Geht es denn jetzt weiter?
Herr lieber Jürgen Dusel, lieber Christian, Professor Höppner, liebe Katrin Butte, lieber Olaf Zimmermann, liebe Katarzyna, liebe Kerstin Griese, liebe Demokratinnen und Demokraten, liebe, die Sie heute Abend hier sind. Es ist wirklich ein sehr wichtiger Abend heute. Es ist ein Abend der Demokratie und für die Demokratie. Und ich danke von Herzen, dass ich bei euch, bei Ihnen und mit Ihnen sein kann. Die Welt, sie öffnet sich uns in Formen, in Bildern, in Tönen, in Farben, in Klängen, in Gefühlen und Gedanken. Und manche bleiben für immer als tiefe Erfahrung, als unvergessliche Erinnerung, als Freude oder Schmerz. Die Bilder, die Farben, die Töne der Pastorale, die Fresken der Sixtinischen Kapelle, das Gelb der Sonnenblumen in Südfrankreich, die verschachtelten Kuben und Palmenfächer der Tempelgärten von Tunis, die rätselhaften, surrealen Selbstporträts einer Mexikanerin. Keines der Werke, die ich hier aufgezählt habe, entstand im Vollbesitz aller körperlichen oder aller sinnlichen Kräfte der Künstlerin oder der Künstler, die sie schufen. Ludwig van Beethoven war taub. Michelangelo Buonarroti litt an schwerster Arthrose. Vincent van Gogh an Epilepsie. Paul Klee an einer Sklerodermie, einer seltenen, sehr heftigen und sehr schlimmen rheumatischen Erkrankung. Und Frida Kahlo quälten die Folgen einer Kinderlähmung. Sie waren Menschen mit Einschränkungen. Sie waren Menschen mit Behinderungen. Sie litten an Krankheiten, an Einschränkungen und unter den Bedingungen auch unter Bedingungen, die das genau ihre Arbeit diktierte. Etwas anderes zu behaupten hieße, ihre Kunst zu verkitschen. Und doch haben sie uns nicht nur an ihrer Welterfahrung teilhaben lassen, sie haben diese Welt mit ihrer Musik, mit ihren Bildern, mit ihren Gedanken verändert. Und niemand unter uns wollte mehr darauf verzichten. Sich auszudrücken, kreativ zu sein, ist ein Menschenrecht. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert deshalb ein, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ich zitiere, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft. Zitat. Kultur für alle heißt selbstverständlich auch Kultur von allen. Inklusion gehört deshalb ebenso selbstverständlich zur Arbeit einer Kulturstaatsministerin wie zu der Arbeit der von ihr geförderten Einrichtungen. Ich danke Ihnen dafür von ganzem Herzen, lieber Professor Höppner, lieber Christian, lieber Herr Zimmermann, dass Sie Inklusion im Deutschen Kulturrat mitdenken und intensiv bearbeiten und diskutieren. Liebe Katarzyna Wielgas-Kolimowska, auch dir vielen herzlichen Dank für das Engagement der Kulturstiftung des Bundes. Unser gemeinsames Ziel ist es, Inklusion bei allen Fördermaßnahmen mitzudenken. Jeder Euro, den wir ausgeben, beinhaltet deshalb auch eine Investition in mehr Teilhabe.
Zuwendungen an dauerhaft Geförderte sind mit entsprechenden Auflagen verbunden oder müssen noch mehr mit Auflagen verbunden werden. Neben der Regelförderung fördern wir immer auch Modellprojekte zur kulturellen Teilhabe. Es sind Einzelprojekte entstanden und ich weiß, es müssen noch weitere dazukommen. Das, Frau Katagina hat schon angesprochen, das zugängliche Theater der Münchner Kammerspiele, das die BKM gefördert hat, ermöglicht es Menschen mit Behinderungen frei und gleichberechtigt Theater zu gestalten. Das inklusive Kulturprojekt Nie wieder Krieg, ein Sportstück des Theaters Rambazamba, erlebte seine Uraufführung im kulturellen Rahmenprogramm der Special Olympic World Games in Berlin 2023. Das Rundfunksinfonieorchester Berlin ermöglicht Konzerte für alle, ein gemeinsames Musizieren von Menschen mit und ohne Behinderung. Das von der BKM geförderte Projekt soll nachhaltig, nicht nur einmalig, sondern nachhaltig in die Organisationsstruktur des Orchesters verankert werden. Wichtig ist mir bei all diesen großartigen Einzelbeispielen, von denen ich gerade mal einen Bruchteil erwähnt habe, dass wir nicht in Einzelprojekten denken, sondern Inklusion als dauerhafte Kern- und Querschnittsaufgabe tatsächlich etablieren. Das gilt zum Beispiel auch im Bereich Film, in dem wir einiges erreicht haben. Auch deshalb setzen wir alles daran, dass das novellierte Filmförderungsgesetz wie geplant in Kraft treten kann, wo es Kriterien gibt für Filmförderung, die Inklusion einfordern, wo beispielsweise die Audiodeskription, wo wir einen Diversitätsbeirat schaffen wollen, der aber nicht nur am Rande ist, sondern auch verankert ist in den Leitungsfunktionen und Ebenen der FFA, der Filmförderanstalt. Und ich hoffe sehr, mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, dass wir dieses Gesetz noch durchsetzen können. Wenn ich etwas erreichen wollte, dann ist es das. Inklusion als unabdingbaren Teil unserer demokratischen Kultur zu verstehen, denn das ist sie. Inklusion ist viel mehr als Barrierefreiheit. Inklusion bedeutet, die Rahmenbedingungen von Arbeit, von Leben an die Einzigartigkeit des Einzelnen anzupassen und nicht umgekehrt. Und damit ermöglicht sie einen Kerngedanken der Demokratie, der zugleich auch die Bedingung von Demokratie ist. Die Beteiligung und Mitwirkung möglichst aller BürgerInnen am kulturellen Leben, am gesellschaftlichen Diskurs, am politischen Prozess. Ja, es geht heute Abend um Demokratie, wie Herr Dusel zu Recht gesagt hat. Demokratie, die auch bei uns nicht immun ist. Wir müssen Heimatdeutschland so definieren, dass Heimat ist, wo du dazugehörst, wo du gebraucht wirst, wo du geliebt wirst. Und das sei den Demokratiefeinden ganz klar gesagt, die bestimmen wollen, wer dazugehört und wer nicht, die Menschen hierarchisieren wollen in erster, zweiter, dritter Klasse. Wir zeigen ihnen das Gesicht, die Stirn und laut und deutlich sagen wir, was wir unter Demokratie, unter Teilhabe von allen verstehen. Es ist an uns allen, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, mit Einschränkungen am kulturellen Leben umzusetzen. Und nicht, weil wir es können, weil die Lebensbedingungen in unserem Land es erlauben oder weil wir es uns leisten können, sondern weil wir es uns nicht leisten können. Auf die Kunst, auf die Literatur, auf die Musik von Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen zu verzichten. Und deshalb danke ich Ihnen heute für die von Ihnen erarbeiteten Teilhabeempfehlungen.
Mein großer Dank allen, die daran mitgewirkt haben. Wir werden die Teilhabeempfehlungen für eine inklusive Kultur sehr, sehr aufmerksam studieren. Und wo immer mein Haus angesprochen ist, werden wir alles daran setzen, die wichtigen Impulse aufzugreifen und umzusetzen. Und deshalb vielen Dank für Ihr Engagement, für Ihre unverzichtbare Arbeit und für die Aufforderung, die Sie uns heute laut und deutlich mitgeben. Sehr geehrter Herr Bundesbeauftragter, so kurz geht es übrigens auch, lieber Jürgen Duse, sehr geehrte Frau Staatsministerin, lieber Herr Höppner, lieber Olaf Zimmermann, meine Damen und Herren, die parlamentarische Staatssekretärin hat gerade gesagt, sie muss los und hätte ich sie auch sehr gerne noch begrüßt. Wir sind ja auch im Hause hier. Und sehr geehrter Abgeordneter, lieber Herr Takis, aber auch alle anderen, die aus dem Bundestag und aus dem Abgeordnetenhaus hier sind. Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Wir glauben, das ist selbstverständlich. Wir glauben, es ist selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Kultureinrichtungen haben, sei es als Publikum, als Künstlerinnen oder Künstler oder Bühnenmitarbeiterinnen, als Bühnenmitarbeiter, egal wo, in Museen, im Kino, auf Festivals, überall. Das stimmt aber nicht. Allein das Wort selbstverständlich ist schon die falsche Bezeichnung dafür. Wenn, dann wird es immer gesondert und besonders hergestellt. Es ist eben nicht selbstverständlich. Und genau deshalb haben wir uns im Ausschuss für Kultur und Medien des Bundestages auch in einem Fachgespräch zusammengefunden und haben über dieses Thema sehr intensiv gesprochen mit Sachverständigen, unter anderem mit Olaf Zimmermann und Jürgen Duse. Die Wirklichkeit ist viel trauriger, als wir uns das denken. Da können wir alle so schöne Worte verlieren. Und ich muss dazu sagen, meine einzige Behinderung, die ich mal hatte, war, als ich mit dem Zwillingswagen losgeschoben bin. Und da habe ich schon gemerkt, dass man halt nicht überall durchkommt und nicht überall hochkommt. Und das ist nun wirklich was Temporäres und sehr Weniges gewesen. Aber da hat man halt schon gemerkt, es ist irgendwie nicht alles selbstverständlich an solcher winzigen Kleinigkeit. Die Veranstaltung heute ist barrierefrei. Barrierefrei im wirklichen Sinne, das ist aber auch eine große Seltenheit, denn meistens sind sie vielleicht noch für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer zugänglich. Es gibt auch Stadtführungen, kenne ich auch aus den Kommunalparlamenten, wo man mit Menschen mit Behinderung durch die Stadt geht und sagt, wo sind denn die Barrieren, was sollen wir abschaffen? Aber in erster Linie, wenn man darüber redet, auch bei Gebäuden, in der Architektur, geht es um mechanische Erreichbarkeit, sage ich mal, mit Hilfsmitteln. Manchmal geht es noch darum, große Schrift anzubringen oder Blindenschrift anzubringen. Manchmal geht es auch noch darum, über Farbe bestimmte Gänge, Führungen oder Zugänglichkeiten sichtbar zu machen. Oder es gibt mal eine Ausstellung mit einer leichten Sprache. Das ist aber im Grunde genommen, wenn wir ehrlich sind, eigentlich alles. Und das ist viel, viel zu wenig, weil selbstverständlich ist was anderes. Selbstverständlich ist, egal wo man wann hingehen möchte, Frau Kaufmann, Sie haben es gesagt, muss die Möglichkeit da sein, dass man das einfach dann tun kann, wenn man will und ohne große Vorbereitung. Und wenn man dann fragt, warum ist das denn das nicht barrierefrei? Auch die Gebärdendolmetschung ist heute schon selbstverständlicher, aber eben nicht selbstverständlich, als das noch vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren war. Ich erlebe es jedenfalls wesentlich häufiger als noch vor 5 Jahren. Das ist so, das ist gut. Ja? Aber wenn man dann fragt, warum ist das denn nicht da? Dann kriegt man eine ganz einfache und so entlarvend ehrliche Antwort. Wir haben nicht daran gedacht. Nicht mal, wir haben es nicht besser gewusst, sondern wir haben gar nicht daran gedacht. Weil das, was Sie vorhin gesagt haben, wo ist er denn jetzt, der Herr? Es ist eine Bewusstseinsänderung, die da vor sich geht, da hinten, genau. Sie haben es quasi auf den Punkt gebracht. Das Problem einfach ist, dass es nicht im Bewusstsein jedes Menschen ist. Und dass das, was ich nicht selber als Einschränkung oder Behinderung empfinde, ich auch gar nicht daran denke. Weil ich es selber nicht merke, weil es mir selber nicht passiert, wenn ich im familiären Umfeld, im Freundeskreis Menschen habe, die eingeschränkt sind, weil ihnen Behinderungen aufgebaut werden, weil eben nicht alles einfach erreichbar, sehbar, hörbar, fühlbar oder begehbar, befahrbar ist, dann habe ich noch ein gewisses Grundverständnis dafür, merke das und habe vielleicht auch ein ganz anderes Bewusstsein, aber ehrlicherweise, das sind Blasen.
Blasen, wie es ganz viele gibt in der Gesellschaft. Und so sind wir, die mehr Bewusstsein dafür haben, auch eine zwar sehr schöne Blase, aber was wir schaffen müssen, ist, dass wir rauskommen. Und dafür sage ich herzlichen Dank für die Teilhabeempfehlung. Weil ich glaube, dass das genauso ein Schritt ist. Es haben sich der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen mit dem Kulturrat zusammengeschlossen. Und ich kann Ihnen sagen, ich weiß, wie unterschiedlich der Kulturrat aufgestellt ist. Ich habe früher Wirtschaftspolitik gemacht und habe gedacht, das ist kompliziert. Als ich im Bundestag angefangen habe, Kulturpolitik zu machen, ich kann Ihnen sagen, Kulturpolitik ist komplizierter. Alle, die immer so tun, Wirtschaftspolitik, wie wichtig. Und das ist ganz, ganz schwierig. Nein, die müssen alle mal Kulturpolitik machen, weil Herr Zimmermann natürlich recht hat. Die Kultur ist an sich schon sehr divers, sehr unterschiedlich aufgestellt, mit Ansprüchen zurecht. Ja, und da auch noch Inklusion mitzudenken, das ist ein dickes Brett. Aber Sie haben angefangen, das zu bohren. Und deshalb will ich wirklich herzlichen Dank sagen. Übrigens auch damit, dass diese Teilhabeempfehlung, und da will ich auch herzlichen Dank sagen, nicht nur an die Exekutive übergeben wird, sondern eben auch an die Legislative, und zwar gleich am Anfang. Deshalb bin ich auch wirklich traurig, dass wir in dieser Legislatur jetzt nicht mehr schaffen, das, was wir vereinbart hatten, es mit der Koalition, vielleicht auch darüber hinaus, in einer großen Breite, auch mit der Opposition zu einem Beschluss zu fassen, dass der Bundestag diese Teilhabeempfehlungen in einen Beschluss fasst und damit dem noch eine größere Bedeutung und Schwere gibt. Aber ich weiß, auch wenn ich selber nicht mehr dabei sein werde, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion in den anderen Fraktionen, die dafür nicht nur ansprechbar sind, sondern die auch diese Idee mitleben und die das in der nächsten Legislatur mitmachen werden. Deshalb wird es jetzt, so lange wie wir alle da sind, noch unser Job sein, dass in verschiedenen Fraktionen, Parteien unterzubringen, dafür zu sorgen, dass das in Wahlprogrammen, in Regierungsprogrammen, geplanten unterkommt und am Ende in einem Koalitionsvertrag steht. Es hat ja etwas mit Geld zu tun, aber ich glaube, es hat noch mehr etwas mit Bewusstsein zu tun, weil das Geld auch dem Bewusstsein in der Gesellschaft folgt. Und deshalb vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie die Vorarbeit geleistet haben, alle zusammen. Das, was ich im Ehrenamt dann dazu tun kann, werde ich ganz sicher dazu tun. Und ich werde mitjubeln und den Sekt mit aufmachen, wenn wir es geschafft haben, die Dinge, die an Forderungen da sind, in reale Praxis und in Selbstverständlichkeit umzusetzen. Denn ich finde, Inklusion ist einfach Gerechtigkeit und das ist Demokratie. Vielen Dank. Wie ist das eigentlich als Mensch mit einer Behinderung, wenn man in die Kunst und in die Kultur eindringen möchte? Welche Möglichkeiten hat man da? Was ist da der beste Start? Und ich möchte ganz kurz vielleicht aus dem Nähkästchen so ein bisschen plaudern, wie überhaupt die Idee entstanden ist, Comedy zu machen. Denn es gab eine Situation tatsächlich, und das hat für mich sehr viel mit Kultur, Inklusion und eigentlich alle möglichen Situationen sind da zusammengekommen. Ich bin nämlich mit dem Zug nach Berlin gefahren. Ich wohne in Hildesheim, bin von Hildesheim nach Berlin gefahren. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass ein älteres Pärchen genau vor mir saß. Also wirklich, also ich glaube, sie war um die 84 und er war so um die 90. Aber ein sehr, sehr cooles, charmantes Pärchen. Ich habe mit meiner Agentur telefoniert, weil ich nicht wusste, werde ich jetzt in Berlin abgeholt, soll ich Straßenbahn nehmen oder wie komme ich dann? Ich hatte einen Tempodrom, einen Auftritt und ich wusste halt gar nicht, wie man da hinkommt. Und als ich aufgelegt habe, hat sich diese charmante Rentnerin zu mir nach vorne gebeugt und hat wirklich original gesagt, junger Mann, Sie sprechen aber gut Deutsch. Ja. Wie lange sind Sie denn schon in diesem Land? Und ich habe in dem Moment gedacht, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, wird das Gespräch langweilig. Also habe ich gesagt, 2 Tage. Oh, das haben Sie aber schnell gelernt. Da sage ich, ja, die haben Lexikons verteilt auf der Balkanroute. Und dann hat sich wirklich diese ganz nette Dame gewesen, mit einem leicht enttäuschten Gesichtsausdruck nach hinten gebeugt und hat gesagt, nichts für ungut, aber es heißt Lexika. Und ich dachte, das ist schon die Pointe dieser Situation. Aber nein, der Mann,
der vorher keine Sekunde zugehört hat, dachte ich, der hat die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt, plötzlich schaltet er sich ein und das war so ein Blick, das war so ein Männerblick, das kennen nur wir Männer untereinander, das war dann auch plötzlich alles egal, es war so verbrüdernd, es war alles egal, ob Deutsch, Türke, alt, jung, behindert, nicht behindert, keine Rolle mehr gespielt, er schaut mich an und sagt, tja, siehst du mein Junge, du denkst vielleicht, du hast Probleme, aber... Ja, und das war eine Situation, wo ich gedacht habe, vielleicht mal auf der Bühne erzählen. So, apropos Bühne, die ist fertig, sehr gut. Ich freue mich sehr auf unsere erste Podiumsdiskussion und ich möchte dazu gerne einladen, Jürgen Dusel, Sie sind heute sehr gefragt, das muss ich sagen. Sie werden heute sehr viel Sport machen, heute. Sie waren sehr oft von der Bühne und wieder runter. Und ich sage aber ganz, es geht noch weiter. Ich würde mich sehr freuen, Sie nochmal auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Andreas Krüger, Angestellter in der Berlinischen Galerie, Berater für Inklusion. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Krüger. Ja, gerne, gerne. Ich stelle mich ein bisschen zur Seite. Und Frau Katarzyna Wilga-Skolimoszka, schön, dass Sie da sind, künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Herzlich willkommen. Herr Dusel, ich habe Sie als Erster wieder hier auf die Bühne geholt, deswegen auch meine erste Frage an Sie. Ich durfte ja schon mal in die Teilhabeempfehlung, durfte ich ja schon mal einen Blick reinwerfen. Mir ist aufgefallen, deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben, Ausbildung und Arbeit hat einen sehr, sehr großen Anteil bei den Teilhabeempfehlungen. Warum genau ist das so? Naja, weil wir einfach festgestellt haben, dass wenn es um die Ausbildung von Menschen mit Behinderungen geht, also ob das jetzt die schulische Ausbildung ist oder auch die außerschulische Bildung, dass es da erhebliche Defizite gibt. Und natürlich ist die Teilhabe am Arbeitsleben ziemlich zentral, wenn es auch um Inklusion geht. Das gilt für alle Berufe, aber das gilt natürlich auch für den Kunst- und Kulturbereich. Aber da sind die Hürden noch besonders hoch. Also wir erleben das auch im Teilhabe am Arbeitsleben insgesamt. Wir haben alle jetzt auch vielleicht noch das Teilhabebarometer Aktion Mensch, vielen Dank, von Aktion Mensch noch im Blick. Und daraus sehen wir eben auch, dass Menschen mit Behinderungen deutlich häufiger arbeitslos sind. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir müssen uns einfach die Strukturen anschauen und müssen Maßnahmen beschreiben, damit sich das ändert. Und das sind zum Teil die gleichen Maßnahmen, die wir auch im allgemeinen Arbeitsmarkt sehen, aber dann nochmal ganz besondere, wenn es um Kunst und Kultur geht. Woran liegt das? Ist das, dass diese große Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen, ist das tatsächlich irgendwie diese Diskrepanz zwischen des Mutes der Arbeitgeber, die vielleicht sagen, oh nee, das hole ich mir nicht in die Firma, da habe ich Angst vor, dass die Leistung nicht ist, die sind mir zu oft krank, da bezahle ich lieber diese Abgabe, die ich da zahlen muss. Also woher kommt das? Auch da gibt es verschiedenste Faktoren. Das eine hat natürlich mit diesen Stereotypen und Vorurteilen zu tun, die wir immer wieder hören, die Sie auch gerade genannt haben. Also nach dem Motto, Leute sind nicht so intensiv dabei, sie sind häufiger krank und sind nicht so leistungsfähig, was totaler Quatsch ist. Oder ich sage das manchmal sehr flapsig, es ist schlimmer als in der Ehe, wenn du einen einstellst, kriegst du nicht mehr los, es ist alles Quatsch, das wissen wir ja, das ist alles Quatsch, aber das ist das eine und das andere ist tatsächlich, dass wir auch strukturell einfach Schwierigkeiten haben. Wir haben ein Wirrwarr, einen Irrgarten an Zuständigkeiten, wenn Arbeitgeber Menschen mit Schwerbehinderung einstellen wollen, deswegen mein Appell weiterhin an das BMAS, neben den allgemeinen Ansprechstellen wirklich strukturell was zu ändern und es leichter zu machen, also Leistungen wie aus einer Hand, indem man einen Träger der beruflichen Reha zuständig macht. Das kann man tun, wenn man den Mut dazu hat. Bis jetzt hatten wir den noch nicht, aber nächste Koalition hat ja vielleicht den Mut dazu. Und weiterhin ist natürlich der Kunst- und Kulturbereich besonders elitär auch teilweise. Also ich habe es ja gesagt, Schauspielschulen erwarten Fitness, Musikhochschulen erwarten, dass jemand ein zweites Instrument spielt. Und all das im Blick sozusagen haben wir die Maßnahmen beschrieben und ich hoffe, dass sie konkret genug sind und ich glaube, das ist wirklich so, dass sich, wenn man das umsetzt und das ist halt dann die Aufgabe, tatsächlich auch was ändert. Ja, vielleicht auch da gleich die Frage an Herrn Krüger, wie gestaltet sich das in der Praxis? Also was sind da für Sie, was sind die größten Herausforderungen, die sich da hervorheben? Ja, wenn ich an mich selber denke, als ich mein Hochschulstudium absolviert habe und das Jobcenter besucht habe und gesagt habe, mein Wunsch ist es, im Kulturbereich zu arbeiten,
mir das sogar abgesprochen wurde, diese Kontroverse, eine sehbehinderte Person in einem Kunstmuseum zu arbeiten, ging bei der Beratungsstelle gar nicht einher. Und das ist natürlich sehr demotivierend und sehr enttäuschend und zeigt schon, wo tatsächlich wie Inklusion verstanden und auch gefördert wird. Und mit eisernen Willen, mit Unterstützungskräften, mit Unterstützung durch Familie, vielen Beratungsstellen, habe ich es dann tatsächlich geschafft. Also ich habe hier 2 Jahre im Kleisthaus unter dem Behindertenbeauftragten gearbeitet und jetzt so seit 7 Jahren in der Berlinischen Galerie. Und das braucht aber viel Aufklärungsarbeit, indem ich mein Gegenüber bewusst mache, ich habe die und die Erfahrung, das sind wichtige Potenziale für euch als Haus, stellt mich ein. Im Gegenzug könnt ihr auch von vielen Vorteilen profitieren, was Fördermaßnahmen, Fördermittel anbelangt, der Ausbau der Arbeitsplätze, Arbeitsassistenzen, es gibt finanzielle Förderung. Das Problem ist halt nur, dass ich immer in der Verantwortung bin, all das aufzuklären und das macht es sehr mühsam. Und da wünsche ich mir eigentlich von den Arbeitgebenden, von den Organisationen, Kulturbetrieben, dass sie sich selber kundig machen, dass sie sich mit Strukturen auseinandersetzen, selbstkritisch agieren, mit Diskriminierung auseinandersetzen, wie Museen offener werden, diskriminierungssensibel, dass tatsächlich wir diverser werden und von all den Erfahrungswerten einer vielfältigen eines vielfältigen Personals dann letztendlich auch profitieren. Also verstehe ich das richtig, dass Sie Ihre Einstellung eigentlich im Grunde genommen erklären, fast schon rechtfertigen mussten im Laufe der Zeit. Hier sind die Gründe, warum ich hier eigentlich da sein darf. Beziehungsweise braucht es nochmal mehr Gründe zu sagen, ihr braucht mich. Es reicht scheinbar nicht aus, was ich auf den Zeugnis nachweisen kann, sondern ich muss nochmal in die doppelte Begründung gehen, weswegen ich das tatsächlich auch für die Institution leisten möchte und leisten kann. Spüren Sie da, fühlen Sie da jetzt auch eine gewisse, ich nenne es mal, Erleichterung des Arbeitgebers, dass er merkt, oh, das funktioniert aber sehr gut mit dem Herrn Krüger. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Haben Sie das Gefühl, da wird sich auch mal so ein bisschen so ein Beispiel dran genommen und ist da die Denkweise, die Ideologie, hat sich die verändert? Leider nicht, weil das sieht man allein daran, an Veranstaltungen, die das Thema Inklusion und Kultur behandeln, dass ich nach wie vor bundesweit fast einer der wenigen bin, der aus Selbsterfahrung spricht, der im Kulturbereich arbeitet mit einer Behinderung. Und das zeigt eigentlich, dass sowohl in meiner Institution, sowohl in Berlin als auch bundesweit der Nachahmungseffekt, der Lerneffekt eigentlich nicht sehr groß ist. Ja. Frau Wilgas-Golimowska. Wie können Sie die Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung fördern? Was können wir da machen? Gibt es da Möglichkeiten? Wenn ich mir das so anhöre, habe ich das Gefühl, da muss man ja irgendwie in die Köpfe eindringen. Ist das psychologische Arbeit? Muss man rational, muss man an den Gesetzen arbeiten? Wahrscheinlich ja, und deswegen sind wir auch heute so ein bisschen da. Aber was ist da so? Gibt es ein Rezept, wo Sie sagen, so kann man fördern? Also ich glaube, aus der Erfahrung, die wir machen als Kulturstiftung des Bundes bei einem Programm für inklusive Kunstpraxis im Theaterbereich, kann ich sagen, machen, machen, machen. Das ist, was man eigentlich tun kann. Weil die Erfahrungen, die man macht im Tun, also in der Zusammenarbeit, und wir fördern diese Zusammenarbeit zwischen den Theatergruppen und also Staatstheatern und inklusiven Theatergruppen. Nur durch diese Erfahrung können Institutionen feststellen, was heißt das eigentlich, inklusiv zu sein? Und das heißt vor der Bühne, auf der Bühne und hinter der Bühne. Also das betrifft eigentlich alle Ebenen dieser Arbeit. Und ich kann sagen, im Theaterbereich, da haben sich wirklich ganz viele Theater schon auf diesen Weg gemacht. Und das ist natürlich nicht perfekt. Und es gibt immer noch also Möglichkeiten und Bedarf, auch noch weiter dran zu arbeiten. Aber nur in diesem Tun kann man ausprobieren, was heißt das eigentlich, wenn man Access-Kosten
zahlen muss und die nicht auf Kosten des künstlerischen Programms gebucht werden dürfen, sondern die müssen einfach on top sozusagen kommen. Und on top heißt ja auch nicht, dass Inklusion on top sein darf. Inklusion ist ja kein on top, das ist ein Teil von DNA der Institutionen. Das muss zumindest werden. Wir haben ja gute Beispiele dafür, wie die Münchner Kammerspiele, die tatsächlich auch in dieser Richtung schon seit Jahren arbeiten und auch dann die Intendantin auch ganz deutlich sagt, das ist jetzt ein Teil von dem, wie wir programmieren, wie wir unser Theater, also wie wir unser Theater verstehen und wie wir auch weiterarbeiten wollen. Und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig zu verstehen, was das für eine, was das für ein Wandel von der Institution selbst ist. Also für auf diesem Beispiel auch, also für diese für Theater, dass sich eigentlich alles verändern muss. Wie man arbeitet, wie viele Übersetzer braucht man für eine Theatervorstellung, wenn man mit Menschen arbeitet, die einfach diese Übersetzung brauchen. Was bedeutet das eigentlich für die Umstellung von Proben, was das bedeutet für die Eintaktung, für Pausen und so weiter. Das ist einfach eine enorme Arbeit, die, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen unter Fragezeichen steht, aufgrund von den Kürzungen, die nicht nur Berlin betreffen. Und die wir, finde ich, immer noch als eine Aufgabe für die Institutionen, als also eine Leitungsaufgabe von den Leitungen von den Institutionen auch gesetzt werden muss. Und das dauert. Also es ist nicht nur machen, sondern es dauert einfach sehr lange, bis das in die Institutionen kommt. Wenn ich darf, weil wir sprechen hier von Arbeitswelten und von dem, was Arbeitsmarkt bedeutet. Was wir aber heute gesehen haben und was ich immer sehe, wenn ich zum Beispiel diese wunderbaren Übersetzerinnen sehe, ist das, was für eine künstlerische Dimension eigentlich diese inklusive Arbeit mit sich bringt. Dass das einfach ästhetische Perspektiven aufmacht, die, zu denen wir normalerweise wahrscheinlich keinen Zugang hätten. Und ich glaube, das ist ja auch für uns als Stiftung wichtig, dass wir in diesem Programm auch diese zwei Ebenen zusammenbringen. Dass das nicht nur eine Arbeit an Strukturen ist, die absolut wichtig ist und grundsätzlich, und das ist eine Basisarbeit und die muss auch gemacht werden, sondern das ist auch eine Erweiterung von der künstlerischen Praxis an sich. Und ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen und nicht auch zu gering schätzen bei dieser Diskussion. Also es geht um den Markt, aber es geht ja auch um die Ästhetik und es geht ja auch um Kunst selbst in diesem Gespräch. Aber trotzdem müssen Beschäftigte oder Kulturakteure hingehen, Institutionen arbeiten möchten, auch davon leben können. Und wir wissen alle, Kultur ist eine prekäre Arbeitslage, sehr hoher Stresslevel. Wie können Menschen mit Behinderungen da tatsächlich mithalten? Und deswegen sind strukturelle Veränderungen so wichtig, eine entsprechende Entlohnung. Wie kann ich auch als Mensch mit Behinderung eine Familie neben meinen Job gründen? Und das sind alles Faktoren, die es auch noch mal zu berücksichtigen gilt und die in dem Bereich auch wichtig sind, weil das sehen wir gerade auch. Es bewerben sich nicht viele Menschen mit Behinderung in den Stellen, weil die Ausgrenzung noch so stark ist, die Strukturen noch so elitär und verfahren. Ich glaube, es ist auch wichtig, einfach, dass einem klar wird, die Arbeitswelt hat sich ja wesentlich verändert und die Gesetze, die sozusagen den Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Arbeitswelt regeln wollen, haben sich eben in dem Maße noch nicht verändert. Das heißt, wir müssen flexibler werden, schneller werden. Es geht um Arbeitsassistenz sozusagen in anderen Bereichen. Es geht um das Budget für Arbeit, das sich weiterentwickeln muss. Es braucht Veränderungen auch im SGB IX. Ich will jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber wir hinken da so ein bisschen hinterher. Und zum Zweiten, und das ist mir auch wichtig, haben Menschen mit Behinderungen eben teilweise nicht den gleichberechtigten Zugang, wenn es um Fördermittel geht. Das ist PIC, das ist eine wunderbare Geschichte, aber wenn ich mir ganz profane Dinge anschaue, wie sieht es denn aus mit den Antragsformularen, sind die denn überhaupt barrierefrei? Gibt es Assistenz, wenn ich einen Antrag machen will? Wie sieht es aus, wenn ich Assistenz dann in meinem Job brauche und zwar auch vielleicht in einer
vorzeitigen Beschäftigung, wie lange braucht es denn eigentlich, bis dann die Hilfsmittel da sind. Das heißt also, wir sind immer noch in so einer Situation, wo Menschen mit Behinderungen einfach benachteiligt sind auf diesem Arbeitsmarkt. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass allen klar wird, dass wenn wir so weitermachen, dann wird sich an der Arbeitslosigkeit von Menschen mit Schwerbehinderung auch nichts ändern. Das hat sich schon in den letzten 15 Jahren kaum verändert und es wird sich dann auch weiter nicht ändern. Und das immer nur jedes Jahr zu beklagen, aber dann sozusagen die Konsequenzen daraus nicht zu tragen, das ist nicht besonders politisch mutig. Deswegen nochmal mein Appell, ich habe das schon lange gesagt, aber wir brauchen eine strukturelle Veränderung. Und gerade für den Kunst- und Kulturbereich, haben Sie vollkommen recht, Herr Krüger, es ist natürlich klar, dass das teilweise prekäre Arbeitsverhältnisse sind und das trifft natürlich Menschen mit Behinderungen, die vielleicht dann noch in irgendeiner Weise Assistenz organisieren müssen, die irgendwie organisieren müssen, wie sieht es denn mit der Gebärdensprachdolmetschung aus, noch ganz besonders. Gerade deswegen bin ich ja auch dem Deutschen Kulturrat und den vielen Expertinnen und Experten, Sie waren ja auch dabei, so dankbar, dass wir dieses Thema mal aufgemacht haben und dass wir beschrieben haben, was es konkret braucht. Und es ist jetzt, finde ich, Aufgabe auch von Politik, das jetzt nicht einfach nur so zur Kenntnis zu nehmen und dann hinzulegen und das sozusagen dann in die Schublade zu legen, sondern auch die Konsequenzen zu ziehen. Und da weiß ich einfach Verbündete mit Claudia Roth und Katrin Budde und vielen anderen politischen Sprechern, die da sind, dass wir wirklich das jetzt nutzen, damit sich die Situation zum Wohle einfach der Kunst und Kultur dann auch verbessert. Das würde ich gerne so stehen lassen als Schlusswort. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, auch wenn wir nicht die Riesenzeit haben, wir können uns wahrscheinlich ewig noch unterhalten, aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese Einblicke. Schön, dass Sie da sind. Haben Sie noch viel Spaß weiterhin an diesem Abend. Sie, denn Zugänglichkeit, wichtige Frage. Meine erste Frage würde auch an Sie gehen und auch an Frau Kaufmann, denn es ist nicht schwierig, sich eine Frage dafür zu überlegen, denn was ist denn die größte Hürde für Menschen mit Behinderungen, wenn es um den Zugang für Kulturstätten geht? Was sind da Ihre Erfahrungen? Ja, ich glaube, Zugänglichkeit ist, insgesamt wird im Bereich von Menschen mit Behinderungen gar nicht über Kultur nachgedacht, großartig. Wenn ich so in Einrichtungen gehe, besteht Kultur aus Kino. So, ja, ich hatte letztens mit dem Gedenkort T4 und der Stiftung des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas zusammen eine Veranstaltung im Deutschen Theater. Da war auf einmal, war es möglich, Bänke rauszuräumen, dass mehr Rollstuhlfahrer reinkommen. Da war es auf einmal möglich, Gehörlose Gebärdensprache anzubringen. Da war Audiodeskription vorhanden und da war die Übersetzung in leichter Sprache vorhanden. Aber das war ein Projekt, was tierisch teuer war. Das wurde einmalig ausgebaut, diese Bänke. Die Bänke sind hundertprozentig wieder eingebaut, war überhaupt kein Problem mehr. Auf jeden Fall für die Rollstuhlfahrenden hätten wir mehr Zugang bekommen. So, und das große Problem ist einfach, es sind Menschen oft, die keine Kohle haben. Es geht nicht nur um dieses, wie kann ich an Kultur teilhaben, sondern es geht auch darum, das Bundesgleichstellungsgesetz immer noch in der Schwebe. So, ja, Zugang zu privaten, dass man Zugang hat auch an private Dienstleister, dass man Zugang hat an private Räume. Kultur passiert nicht nur im Deutschen Theater oder in der Staatsphilharmonie, sondern an vielen kleinen Orten, wo kein Zugang ist und wo Zugang geschaffen werden muss. Und ich glaube, das wird viel, viel unterschätzt. Und wir müssen. Und dann halte ich auch noch einmal eine Klappe. Ich muss immer aufpassen, ich bin psychisch krank, ganz gefährlich. Brauchen keine Angst haben, ich tue heute nichts. ich möchte noch mal so sagen, es ist auch wichtig zu sehen, dass die Menschen die Kultur auch haben wollen, dass diese Menschen überhaupt keine Kohle dafür haben. Wenn ich dann sehe, dass in Berlin der kostenlose Tag der Museen abgeschafft wird, dann denke ich, es passiert das Gleiche. Und wieder ist es ganz besonders die Gruppe von Menschen mit Behinderung, viele anderen auch, die Bürgergeldempfänger sind, die wieder auf diese Chance nicht mehr zurückgreifen können, irgendwas wie kulturelle Angebote so zu nutzen, dass sie dafür keine Kohle zahlen. Und deswegen finde ich es total wichtig, ja, dass es eben selbstverständlich wird, dass wir dabei sind. Und das ist meilenweit von weg. Sie sitzen hier, wunderschön. Ich fände super,
Ich hätte es viel besser gefunden, Herr Dusel, wenn hier Herr Jauch gesessen hätte und bei der nächsten Podiumsdiskussion im Auswärtigen Amt hätten Sie hier gesessen. So, ja, weil das wäre Normalität. So, ja, und das würde ich mich freuen, wenn das in der Kultur stattfinden würde, für Menschen mit Behinderung. Ja, verstehe ich. Und Herr Königke, Sie können hier sagen und so lange reden, wie Sie möchten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind sehr, sehr froh, dass Sie heute eingesprungen sind. Von daher ist das überhaupt gar kein Problem. Zumindest so lange, bis der Regisseur mir sagt, jetzt muss ich ihn unterbrechen. So, Frau Zimmermann. Entschuldigung, Frau Kaufmann. Sorry, nicht Sie gemeint. Sehen Sie das genauso? Was ist aus Ihrer Erfahrung die größte Barriere, die größten Probleme, die wir beim Zugang für Kulturstätten haben? Ja, also es gibt insgesamt eigentlich drei Barrieren, die ich aufzeigen würde wollen. Einmal die Kommunikationsbarriere, dann die soziale Barriere und auch einfach die organisatorische. Das sind so die drei, die mir zuerst einfallen. Ich würde mal ein Beispiel nehmen. Also ich bin zu Hause und ich möchte einen anderen Ort und eine Veranstaltung besuchen, zum Beispiel einen Filmabend oder so. Und das Thema... Jesuiten, zum Beispiel Jenseits der Stille zum Beispiel. Da war ich damals mit der Regisseurin, war Caroline Link, und wir wollten darüber reden, über die Gehörlosenkultur an diesem Filmabend. Und ich wollte dabei sein an diesem Ort. Und ich fand das ganz toll. Und es gab auch eine Podiumsdiskussion dazu. Das bedeutet, also der Film war vorbei und danach haben wir über den Film gesprochen. So, das wollte ich. Das fand ich total toll. Die Idee war super und ich wollte da unbedingt hin. Und ich habe mich dafür auch wirklich interessiert und habe gesagt, spontan, ich möchte mich da anmelden, ich gehe hin. So, und da war schon die Kommunikationsbarriere. Also gab es Gebärdensprachdolmetscher? Also das war nicht klar, also das war mir nicht bewusst. Aber wenn die dann auf der Podiumsdiskussion reden, so, und die Veranstalter waren total geschockt, weil ich gesagt habe, na, aber ich bin gehörlos, ich würde gerne teilnehmen, ich bin taub und jetzt ist kein Dolmetscher da. Und da war schon die erste Barriere. Das war total schwierig. Dann haben wir uns da irgendwie versucht, schriftlich zu verständigen, aber das ging schief. So, jetzt kommen wir zu der sozialen Barriere. Also es war irgendwie, vielleicht bin ich auch übersensibel, aber es ist halt, dieser Film zeigt ja Gehörlosenkultur, und auf dieser Podiumsdiskussion hatten die alle überhaupt keine Ahnung von Tauberkultur. Also das war ganz komisch, weil es wurde darüber geredet, aber auf der Bühne, auf dem Podium war niemand dabei, der davon irgendwie Ahnung hatte. So, jetzt kommen wir zum organisatorischen, die wirtschaftliche Barriere. Also zum Beispiel die Bezahlung von Gebärdensprachdolmetschern, das ist kompliziert. Ich muss die selber bestellen, ich kann die aber nicht alle noch bezahlen, und das ist halt immer auch nicht ganz klar, wer das übernimmt, die Kosten. Und wie gesagt, es ist ein Film über Gehörlosenkultur mit Diskussionen, und es sind nur Hörende und kein Tauber ist eingeladen, keine Dolmetscher, so dass ich nicht mal dran teilhaben kann als Zuschauer. Das ist für mich ganz schwer auszuhalten gewesen, und das ist zum Beispiel eine Erfahrung. Ja, also es gibt so viele Sachen in Deutschland, die da passieren, wo man aber einfach spontan gar nicht hingehen kann, weil es diese drei Barrieren gibt, die ich gerade erwähnt habe. Also dass ich als tauber Mensch nicht spontan einfach sein kann, und das habe ich schon oft erlebt. Ja, also das ist dass ich von Pontius zu Pilatus renne und mich irgendwie versuche, irgendwo mit dem Ziel da irgendwo teilzunehmen, und es immer irgendwie nicht funktioniert. Und ja, das ist meine Hürde, und ich möchte einfach spontan auch mal irgendwo hingehen. Wie andere auch einfach sagen, ich habe heute Lust, daran teilzunehmen, und es ist egal, wer das, und ich muss nicht vorher alles einfordern und erfragen, sondern es sollte selbstverständlich sein. Ja. Herr Zimmermann, welche Herausforderungen bedeutet das Thema Zugänglichkeit aus Sicht der Kulturstätten? Erstmal wussten wir ja auch, wie wir diesen Prozess begonnen haben, dass unser Wunsch, zugänglich für alle zu sein, nicht immer mit der Realität übereinstimmt, ja, sondern dass wir oft eben auch letztendlich Closed Shops sind und dass bestimmte Gruppen unserer Bevölkerung diesen Zugang
nicht haben. So, deswegen war das ja auch die Idee, ich kann mich gut daran erinnern, wie ich mit Jürgen Dusel eine Pizza zusammengegessen habe und wir über diese Frage geredet haben und dann die Idee ja entstand, können wir das miteinander besprechen, so ehrlich wie möglich miteinander sein, also auch uns auch die Wahrheit sagen, das haben wir, finde ich, in diesen vier Workshops eben auch getan, also uns einfach auch mal zu sagen, was geht nicht, nicht wahr, wie empfindet ihr etwas, wo sagt auch der Kulturbereich, wie können wir es sicherstellen, dass auch unsere künstlerische Autonomie weiter existiert, diese ganzen Ängste, die es ja in ganz unterschiedlichen Bereichen gibt. Und was eben klar geworden ist, finde ich noch einmal deutlicher geworden ist, wir haben da einen ganz enormen Nachholbedarf. Aber es sind eben ein Nachholbedarf, der einmal aus dem Punkt besteht, dass man die Türen wirklich öffnen will und dass man auch Beteiligung haben will, wobei ich das im Kulturbereich erlebe, dass es da ein doch großes Interesse gibt, das zu erreichen. Und das Zweite ist die Notwendigkeiten letztendlich dafür zu schaffen, die Möglichkeiten dafür zu schaffen. Und deswegen machen wir das ja auch heute hier. Und deswegen sitzen glücklicherweise ja auch hier Politikerinnen und Politiker hier, weil es geht letztendlich auch nachher ganz schnöde darum, ob die notwendigen Mittel dafür da sind, damit man bestimmte Sachen einfach machen kann. Also es hilft nicht nur, dass wir uns freundlich in die Augen schauen und sagen, ist doch ein wichtiges Thema, ne, sondern nachher wird das ganz hart und banal, ja, nämlich sind die Haushaltstitel da, gibt es die Mittel dafür, damit man zum Beispiel Assistenzen hat, damit die eben auch dauerhaft vorbehalten werden und nicht erst aufwendig bestellt werden müssen und wo es alles einer riesigen Planung unterliegen muss, sondern dass man eben auch sagen kann, ich will heute Abend einfach mal Kultur genießen. Punkt. Und ich habe ein Recht darauf, diese Kultur zu genießen. Da müssen wir hin. So, und das ist ja die Idee jetzt ein bisschen. Machen wir uns jetzt auf den Weg. Ja, also das heißt, machen wir uns auf den Weg, auch jetzt mit solchen Teilhabeempfehlungen, die ja nachher ganz konkrete Forderungen enthalten, zu sagen, wir wollen dieses oder jenes in den nächsten Jahren umsetzen, wir wollen diese oder jene Verbesserung haben. Und mein Wunsch wäre auch, dass unsere Gespräche jetzt nicht zu Ende sind. Wir haben jetzt miteinander diese Gespräche geführt, aber ich glaube, wir müssen die Gespräche weiterführen und besonders wir müssen sie in diesem Prozess führen, wenn es diese Öffnung von Kultureinrichtungen und Kulturorten gibt, dann heißt es eben, das aber immer wieder zu evaluieren. Wir haben einen Vor-Ort-Termin gehabt im Humboldt-Forum. Das war ganz spannend. Immerhin, ich sag mal, das neueste und größte Kulturprojekt unseres Landes. Und die Leute, die dort arbeiten, haben uns vorgestellt, wie inklusiv sie sind. Und war natürlich manchmal schon ein wenig auch erschreckt und schockiert, dass manche der Behinderten gesagt haben, nee, ihr seid gar nicht so inklusiv, wie ihr denkt, dass ihr inklusiv seid, und haben konkret die Punkte auch benannt und haben gezeigt, hier, da hört es auf einmal auf, ne? Da hört es mit meiner Freiheit auf. Und ich glaube, in ganz vielen Fällen haben sich auch bei dieser Ortsbesichtigung, wenn man so will, die Augen geöffnet. Man hat erst mal gemerkt, was man eigentlich alles auch mit bedenken muss. Ich glaube, es ist positiv, dass es im Kulturbereich diese Bereitschaft gibt, ja, und die Idee wirklich zu öffnen. Aber es gibt noch unglaublich viel zu tun und das geht eben nur auch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Behindertenverbände, weil mit denen kann man das dann auch wirklich vor Ort auch mal ganz praktisch durchsprechen und dann die notwendigen Maßnahmen einreichen. Ja. Ich möchte aber, wenn ich einmal kurz einwerfen darf, dann sitze ich hier, dann nutze ich auch die Chance. Es geht auch ganz viel um Geld, es geht ganz viel um Kohle, das ist überhaupt keine Frage. Aber es geht auch um Einstellung. Ich habe dieses Jahr ein Projekt begleiten dürfen in Brandenburg. Da ging es um Paul Gösch, einen bildenden Künstler, der in Brandenburg als behinderter Mensch getötet wurde im Nationalsozialismus. Und dazu haben wir eine kleine Gegenveranstaltung. Das gehörte zu der Veranstaltung, aber wir haben das Thema aufgegriffen, Künstler im Heute mit Behinderungen, bildende Künstler. Und es waren bildende Künstler, die sich ermutigt haben, es in einer kleinen Stele mit kleinen Filmen,
klarzumachen, in Anführungszeichen, dass sie ganz wenig Chancen haben als bildende Künstler mit einer psychischen Beeinträchtigung, darum ging es, weil Paul Bösch auch eine psychische Beeinträchtigung hatte, als bildende Künstler überhaupt anerkannt zu werden. Und sie werden anerkannt, wenn überhaupt nur, das ist ein Künstler, der ist auch psychisch krank. Und dann freuen sich alle, oh, ein psychisch kranker Künstler, der kann auch malen. Aber dieser Vordergrund, dass das ein Maler ist, ein Videokünstler ist oder Künstlerin ist, kommt überhaupt nicht vor. Sondern eigentlich ist das Wichtige, dass er diese Behinderung hat. Und ich glaube, wir müssen da einfach anders umdenken. Wir müssen einfach darüber nachdenken, in Anführungszeichen, dass das erstmal Menschen sind, die was leisten, die geile Arbeit machen. Und dass es egal ist, ob sie eine Waffe zeichnen. Also das Wort Inklusion wird ja sehr, ist ja sehr gehypt. Ne? Das kommt ja überall vor und in allen Bereichen. Und ich glaube, man muss aber beim Bereich der Tauben auch daran denken, dass das immer noch nicht ganz, ganz stetig ist. Das sind immer nur Projekte, so befristet, zum Beispiel beim Musikbereich. Ja, da, am Anfang waren die Hörenden, die, also ich sage jetzt mal Hörende, ich sage immer Hörende und Taube, ja, das hat jetzt, ist meine, so benutze ich die Wörter. Und bei dem Thema Inklusion war es so, die haben viel Geld bekommen, die Hörenden. Das wurde sehr subventioniert, der Bereich Musik. Da gab es sehr viele Projekte. Aber die Taubenpersonen wurden da wenig mit einbezogen, ihre Kultur. Das war immer mehr so Projekt über Musik und dann kamen Hörende und haben gesagt, toll, da sind Dolmetscher, die, oder es kam halt auch mal Interessierte, die gesagt haben, ah, so läuft das im Musikbereich, so kann man Lieder dolmetschen und das wurde immer mehr und immer mehr und dann kamen Konzerte und Veranstaltungen und es wurde immer bestellt, die ganzen Dolmetschenden. Wurden dann quasi da auf diese Veranstaltung bestellt, standen mit auf der Bühne, haben das gebärdet und das war, rief Begeisterung hervor. Die haben das dann interpretiert so, und dann gab es eine Riesenrevolution durch die Tauben, die gesagt haben, das geht gar nicht. Das ist unser Bereich, wir haben unsere Kultur, wir haben unsere eigenen Vorstellungen von Musik und wir wollen das selber interpretieren, was uns das bedeutet. Wir möchten auch gefragt werden. Wir möchten nicht einfach, dass die Dolmetscher da hinstellen, sich dieses Lied quasi zu eigen machen, interpretieren und dann sagen, alle toll, toll, sondern wir wollen, dass unsere Kultur zu sehen ist und wir brauchten viel mehr Informationen, wir müssten das viel weitertragen und deswegen haben wir das protestiert und dann wurde das auch, lief das langsam aus und jetzt Schritt für Schritt sind die Veranstalter auch bereit, taube Performancer zu bestellen und auf die Bühne zu stellen und fragen quasi, aber die fragen die Dolmetscher immer noch zuerst. Und dann geht es wichtig, hast du die Kostenübernahme, wie sieht es aus? So, na, da wird auch schon wieder ausgegrenzt, was die taube Gemeinschaft angeht, weil die müssten ja für ihren Auftritt auch Lohn bekommen. Das sind knallharte Verhandlungen, bis das dann soweit ist, dass mal ein paar Leute wirklich gefragt werden. Und für mich ist das, diese Projekte Rites, das muss genau andersrum laufen. Es sollten taube Performer sein, die ihre Projekte auf, also ihre Projekte auf die Bühne bringen. Aber die haben gar keine Chance, weil das ist immer noch von der hörenden sozusagen Welt übermachtet. Und das ist ganz schwierig, das zu realisieren. Und die haben, sind wirklich fast chancenlos. Und es gibt im Musikbereich, also das ist ein Bereich, die Musik ist ein Bereich, aber in Leipzig zum Beispiel, in der Oper, nee, ein Chor. Es gibt einen Chor, einen inklusiven Chor, Hörende und Taube zusammen, die zusammen auftreten wollen und am Anfang, also die Idee kam von Hörenden, das war der Anfang, so begann es und die haben dann gesagt, wir machen das inklusiv mit ein paar Mitgliedern, die taub sind und die haben dann auch die Programme geschrieben, haben dann gesagt, wie sie sich das vorstellen, die Inhalte, so, aber ohne überhaupt mal mit sich mit den anderen, mit den Taubenmitgliedern abzusprechen. Ne? Was ist eure Meinung davon? Wie wollen wir dieses Programm im Chor aufstellen? Welche Lieder? Das haben die einfach alles so entschieden und da war schon dieses Machtverhältnis von Anfang an wieder in der hörenden Welt. Dann haben die gehörlosen Mitglieder uns geschrieben, einen Beschwerdebrief und haben gesagt, dass sie auch mit inkludiert worden wollen, schon in der Vorbereitung, im Planungsprozess und ja, und dann sollte ich quasi einen Protestbrief offiziell schreiben und eigentlich bedeutet das für mich,
wenn Sie sagen, es ist ein inklusiver Chor, dass Sie auch gleichberechtigt in den Entscheidungen teilnehmen müssen und dass auf gegenseitige Anerkennung auch beruht. Und dann kann man zusammen dieses Projekt machen. Ansonsten sollte man das vielleicht einfach getrennt lassen, hörende und taube Chöre. Und dann gab es einen zweiten Versuch, da haben sich alle zusammengesetzt und plötzlich auch verstanden und dann hat es auch geklappt. Und dann wurden auch taube Performancer geholt, die haben dann die Leute quasi gecoacht und gebrieft. Und dann wurde das wesentlich besser. Also dieses Machtverhältnis ist mittlerweile so ausgeglichen, dass man sagen kann, es ist auf Augenhöhe. Und man muss das quasi, man muss die Gesellschaft sensibilisieren. Ja? Man muss die Meinung, also die Perspektiven der Gehörlosen auch einholen. Ne? Man kann nicht am Anfang irgendwie sagen, das läuft schon irgendwie, wir holen euch dazu und sagen euch, wie es geht, sondern das muss auch von vornherein finanziell alles geklärt werden. Und dann muss schon am Anfang der Planung müssen alle mit in einem Boot sitzen. So, sonst geht das nicht. Das ist aber ein Prozess, ne? Das ist nicht von heute auf morgen. Ja, sensibilisieren, absolut, ja, gerne. Sensibilisieren ist richtig, vielleicht darf ich das auch mal aus eigener Erfahrung sagen, als Künstler, der auf die Bühne geht, als Rollstuhlfahrer und dann Nachrichten bekommt von Zuschauern, die gerne zu der Show kommen möchten, die selbst im Rollstuhl sitzen, die aber sagen, ich habe keine Rollstuhlplätze mehr, es gab nur drei. Es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, das trifft einen. Also das ist hart, weil die Erklärung, die Erklärungsmöglichkeit, die Argumentation ist eingeschränkt. Weil was willst du sagen? Du kannst dich höchstens selber an den Veranstalter wenden und sagen, was ist denn da los? Dann kommt immer dieselbe Antwort. Versicherungstechnische Gründe, Brandschutz. oder das andere ist Denkmalschutz. Denkmalschutz ist auch ganz oft, deswegen können wir hier keine Gegebenheiten. Und Denkmalschutz und Barrierefreiheit ist natürlich, steht in einer extremen Diskrepanz. Und da frage ich mich immer, und ich weiß nicht, ob das zu naiv gedacht ist, ob man nicht in dem Fall tatsächlich immer erstmal an das Hier und Jetzt und an den Menschen denken sollte, um Zugang zu ermöglichen. Das frage ich mich in solchen Momenten sehr, sehr oft. Und dann möchte ich nochmal was dazu sagen, und zwar ist es so, dass sehr extrem, also egal wo ich auftrete, es gibt kein Theater in Deutschland, das richtig barrierefrei ist, das gibt es gar nicht. Die meisten Veranstalter sind aber so nett und bauen eine Rampe oder bestellen eine, da kann man sich mal eine leihen, die kann man sich aber nicht für einen Tag leihen, sondern die muss man sich meistens für eine Woche leihen, damit es sich für den Verleiher lohnt. Und es ist unfassbar, wie oft danach, einen Tag später, Thomas D. von den Fantastischen Vier schreibt mir letztens, Tan, geile Rampe, wir sind einen Tag später aufgetreten mit den Jungs, jetzt können wir endlich mal unsere Musikinstrumente auf die Bühne bringen. Ohne die da hochschleppen zu müssen. Die Amigos, das müssen Sie sich mal vorstellen, die Amigos rufen mich an und sagen, kannst du bitte jedes Mal vor uns auftreten, jetzt kommen wir endlich mal auf die Bühne. Und da sieht man doch, jetzt funktioniert es irgendwie für uns alle zusammen. Oder vielleicht ein bisschen sehr romantisch der Gedanke, aber letztendlich kommt er aus der Praxis und so ganz falsch ist er doch auch nicht, oder? Nein, ich würde ganz gerne... versuchen wir mal so ein bisschen eine Sichtweise des Kulturbereiches mit einzubringen. Ja, ich glaube, es gibt wenige gesellschaftliche Bereiche, die so wenig normal sind wie der Kulturbereich. Das heißt, die Unnormalität gehört also auch im Kulturbereich zum Wesensmerkmal dazu. Und die Menschen, die in diesem Kulturbereich arbeiten, kämpfen eben alle auch für sich einen Kampf der Anerkennung, des Gesehenwerdens, ihrer künstlerischen Obsession umzusetzen. Und deswegen glaube ich, wenn wir das ernst meinen, auch die Zusammenarbeit auf Augenhöhe ernst meinen, dann müssen wir bereit sein, auch einen Kampf miteinander zu führen. Wir reden nicht von irgendwie sozialen Gefälligkeiten, sondern wir reden von einem Kampf, der auf einer Bühne stattfindet, ja, um die Sichtweise. Und die wird geführt zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern mit und ohne Behinderung. Die muss geführt werden. Und dafür gibt es keine Geschenke. Das, glaube ich, ist wichtig. Also gibt es nicht etwas, was einfach so gegeben wird. Dafür ist es für alle im Kulturbereich viel zu existenziell. Was wir tun müssen, ist, diesen Kampf zu ermöglichen und zu erlauben. Das heißt, dass man also auch sagen kann, hier, ihr müsst alle gemeinsam um diese künstlerische Idee kämpfen. Und das wäre mir so wichtig, also wenn das auch eines der Ergebnisse wäre. Also lasst uns gemeinsam um die künstlerischen Positionen kämpfen, aber es wird keinen
Orte im Kulturbereich geben, wo die einfach so präsentiert werden und einfach so, so gegeben werden. Und da muss man die Bereitschaft haben, darum zu kämpfen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, was ich habe gerade, finde ich so ganz praktisch gesagt. Ja, eine unserer Forderungen in diesen Teilhabeempfehlungen sind, und das war im Deutschen Kulturrat zutiefst umstritten, wie wir das diskutiert haben, das musste ja alles bei uns auch abgestimmt werden, bei 285 Bundeskulturverbänden verhältnismäßig anstrengend, ist die Forderung, dass in der Zukunft nicht mehr der Denkmalschutz die einzige Größenordnung in der Diskussion sein soll, sondern dass andere Bereiche mit eingebracht werden sollen. Das ist das nachher, was ich glaube, was praktisch ganz vieles verändern wird. Und das sind aber Machtverhältnisse, die eben miteinander geklärt werden müssen. Und ich kann einfach nur die Einladung des Kulturbereiches aussprechen, kämpft mit uns, ja, also kämpft mit uns, führt mit uns den Kampf um künstlerische Positionen, weil das ist das, was ich spannend und interessant finde. Aber Sie haben, die anderen Künstler haben nicht diese Diskriminierungserfahrung. Ja. Und auch nicht diese Diskriminierung ständig zu erleben. Also das will ich einfach noch sagen. Aber ich glaube, hier ist erstmal das Wort. Da haben Sie absolut recht. Möchten wir auch noch was dazu sagen? Ja, natürlich, gerne. Sie haben gesagt, wir sollen weiterkämpfen, weiterkämpfen, weiterkämpfen. Aber es ist doch auch ungerecht. Ich meine, es gibt doch die UN-BRK, das ist doch schon seit über 10 Jahren ratifiziert. Alle Forderungen stehen da schon drin. Und der Artikel 80 und 81 und 30, 21 und 30, die sind ja eigentlich schon unterschrieben, ratifiziert. Und da steht doch drin. Also das sind doch Ihre Forderungen, die stehen doch da schon. Das ist doch schon lange klar. Bis heute ist ja nicht viel passiert. Also wie lange sollen wir denn kämpfen? Also, denn es ist ja schon sie da. Nein, und immer, das, wenn wir da sagen, geht es um das Recht zur Teilhabe an der Kultur. Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie auf Augenhöhe die künstlerischen Prozesse diskutieren wollen. So, das ist das, was ich finde, was die wirkliche Herausforderung ist. Die wirkliche künstlerische Herausforderung ist, gemeinsam diese künstlerischen Prozesse zu machen. Und das geht nicht, das geht auch nicht per Ordo di Mufti, das wird auch die Politik nicht einfach entscheiden können. Das müssen wir untereinander verhandeln. Wir müssen darüber diskutieren, wir müssen darüber streiten, wir müssen unsere Obsessionen ausleben oder weniger ausleben oder was auch immer. Das geht nur so, weil so machen das Künstlerinnen und Künstler untereinander. Ja, aber dann müssen Sie mir sagen, wie Sie meine Assistenz finanzieren, die hier vorne sitzt, weil ich sonst gar nicht hier wäre, damit ich mit Ihnen streiten kann. Deswegen, genau, bin ich 100% Ihrer Meinung, deswegen haben wir die Teilhabeempfehlungen gemacht, deswegen bin ich so froh, lieber Jürgen, dass wir sie geschafft haben, jetzt sie fertig zu bekommen. Wir wussten ja nicht, dass diese Bundesregierung aufgeben würde, ja, aber wir haben es trotzdem rechtzeitig geschafft, dass wir sie jetzt in den Bundestagswahlkampf einbringen können und dass wir hoffentlich es schaffen werden, dass einige unserer Forderungen nachher in dem Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung steht, mit der Hoffnung, dass das auch praktisch umgesetzt wird. Weil da wird es dann ehrlich werden, wenn wir sehen, kriegen wir es eben auch hin, dass die Voraussetzungen zur gleichberechtigten Teilhabe auch wirklich geschaffen werden. Und dafür hoffentlich haben wir heute den Anfang gemacht. Herr Dusel, Herr Zimmermann, spannender Abend. Was ist Ihnen besonders so im Gedächtnis geblieben heute? Wo würden Sie sagen, ja, da werde ich heute Abend nochmal drüber nachdenken, vor dem Schlafengehen, oder davon träume ich heute vielleicht sogar, wer weiß. Ich soll anfangen mit den Träumen, sonst will ich einfach sagen, es ist wirklich mir nochmal ziemlich deutlich geworden, nicht nur, dass man auch zweimal die Teilhabeüberempfehlungen dann das Foto macht, sondern dass es tatsächlich eine Querschnittsaufgabe ist, dass es wirklich eine Querschnittsaufgabe ist, dass die Ressorts beteiligt sind, dass es wirklich um fundamentale Grundrechte geht und dass jetzt im Grunde die Politik dran ist. Ich meine, wir haben 2021 angefangen mit diesem Projekt, mit Kultur braucht Inklusion, Inklusion braucht Kultur in der Pandemie. Das darf man auch nicht vergessen. Das war eine digitale Veranstaltung mit vielen Expertinnen und Experten. Wir haben dann die 4 Workshops gemacht, wo wir wirklich nochmal alles zusammengeworfen haben, alle Sichtweisen, die auch teilweise wirklich divergent waren. Aber das war ja genau der Prozess, dass man sich austauscht und dann, und Katrin Budde hat das gesagt, ich will das gar nicht kommentieren, aber
Ich bin ja jemand, der kommt irgendwie so ein bisschen aus der Verwaltung und ich kann nur sagen, Deutscher Kulturrat ist nicht Verwaltung. Das heißt also, bis man klar mit euch dann klar kam, bis ihr euch abgestimmt habt, bis ihr das durch die Gremien gebracht habt, bis wir das dann nochmal reflektiert haben mit der Selbstvertretung, das war ein toller Prozess. Und was rausgekommen ist, finde ich, ist jetzt wirklich gut geworden. Das sage ich ganz offen, ganz gut geworden. Und es ist jetzt wirklich Politikarbeit, das aufzunehmen, das als Impuls zu nehmen, aber sich immer wieder klar zu machen, dass es nicht irgendwie um ein nice to have ist, dass es nicht um irgendwas Freundliches geht, dass es nicht jetzt darum geht, naja, dann machen wir da weiter, sondern wir sehen die strukturelle Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen im Kulturbereich. Und wir müssen das ändern. Und zwar, weil wir dazu rechtlich verpflichtet sind, aber weil das auch für unsere Demokratie essentiell ist. Das ist das, was bei mir heute bleibt. Insofern ein spannender, ein schöner Abend. Also erstmal kann ich natürlich Jürgen Dusel nur zustimmen, also was letztendlich diese dynamische Entwicklung angeht. Ich will am Anfang erstmal dir danken für alles, was hier gemacht worden ist, auch heute hier. Das ist ja auch bei so einer Übergabe von solchen Empfehlungen auch ein großer Bahnhof, den ihr hier organisiert habt. Das finde ich toll und ich glaube, es ist einfach wichtig, auch für diese Idee zu zeigen, das ist euch wichtig und das habe ich auch in dem gesamten Prozess gesehen. Wir haben einiges ein bisschen anders geplant gehabt, weil wir ja wirklich noch gedacht haben, dass die Bundesregierung noch ein paar Monate länger machen würde und deswegen... An uns lag es. Ich weiß, dass es an euch nicht lag. Und jetzt müssen wir ein wenig umsteuern und deswegen glaube ich, dass wir noch nicht es einfach der Politik geben können, weil wir noch dahinterher sein müssen, dass auch die Neuen, die jetzt die Verantwortung übernehmen werden, auch ein Interesse an diesen Themen haben. Und darauf freue ich mich sehr, dass wir diesen Kampf gemeinsam führen. Und ich hoffe, und das will ich einfach auch mal von hier aus sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass du nicht der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung bist. Und das heißt auch der nächsten Bundesregierung. Weil ich glaube, das wäre ein ganz wichtiges Signal, damit wir diesen Weg eben auch weitergehen können. Mir ist aber wichtig, weil Sie auch gefragt haben, was ist für mich jetzt nochmal auch aus diesem Tag. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir nicht aufhören, miteinander diese Gespräche zu führen. Ja? Und das auch habe ich wirklich erlebt, als ganz konstruktiv erlebt, die Behindertenverbände und die Kulturverbände gemeinsam Gespräche geführt haben, ernsthafte Gespräche geführt haben. Ich liebe es, mich über bestimmte Positionen auch mal zu streiten. Ja? Das heißt also auch zu sagen, es gibt Positionen, wo man drum kämpfen muss, weil es einfach so wichtig ist, dass man drum kämpfen kann. Und ich fand es toll, mit wie vielen Behindertenverbänden ich mich auch streiten konnte. Und ich glaube, und ich finde das wichtig. Ich finde das wichtig, wenn man es ernst nimmt, glaube ich, muss man die Sachen. Und das ist mir heute noch mal bewusst geworden. Und deswegen meine herzliche Bitte, Jürgen, lass uns weitermachen, damit wir die Sache auch wirklich zu einem positiven Ergebnis bringen. Und mir soll es nicht liegen. Vielen Dank dafür.